Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business Fragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, unter welchen Voraussetzungen hat ein Kaufvertrag überhaupt Gültigkeit? Damit ein Kaufvertrag Gültigkeit erlangt, müssen einige Voraussetzungen gegeben sein. Und welche Voraussetzungen das sind, sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Einerseits muss ein Kaufvertrag einmal auf Basis einer Zweiseitigkeit bestehen. Das bedeutet, es müssen mindestens zwei Personen daran beteiligt sein. Das bedeutet, einerseits müssen wir einen Käufer und andererseits einen Verkäufer haben. Die nächste Voraussetzung für die Gültigkeit eines Kaufvertrages ist eine übereinstimmende Willenserklärung. Darunter wird verstanden, dass Einigkeit über die jeweiligen Bedingungen des Kaufvertrages vorherrschen muss. Natürlich ist eine weitere Voraussetzung für die Gültigkeit eines Kaufvertrages auch die Freiwilligkeit. Das bedeutet, keiner der beiden Vertragsparteien darf in irgendeiner Weise dazu genötigt werden bzw. unter Zwang stehen. Der vierte Faktor bzw. die vierte Voraussetzung, welche gegeben sein muss, damit der Kaufvertrag Gültigkeit erlangt, ist, dass das dahinterliegende Geschäft auch rechtlich erlaubt ist und kein Verstoß gegen die guten Sitten vorliegt. Die vorletzte Voraussetzung, welche wir hier für die Gültigkeit für den Kaufvertrag uns ansehen, ist die Möglichkeit, das heißt, die Umsetzung des dahinterliegenden Geschäftes muss auch möglich sein. Das heißt, es darf sich hierbei nicht um kein unsinniges Geschäft handeln, wie zum Beispiel eine Zeitreise in die Vergangenheit. Und zu guter Letzt müssen natürlich auch beide Vertragsparteien, also einerseits der Käufer und andererseits der Verkäufer, geschäftsfähig sein. Ein Beispiel, wenn solch eine Geschäftsfähigkeit nicht vorliegen würde, zum Beispiel wenn ein Kind Bestandteil eines Kaufvertrages ist, welches aber noch nicht das Alter für die Geschäftsfähigkeit vorliegen hat. Ja, und somit sind wir auch schon wieder fast am Ende dieses Videos angelangt. Vielleicht noch abschließend, wichtig ist nochmal zusammenfassend zu sagen, immer nur dann, wenn diese Voraussetzungen gegeben sein, hat der Kaufvertrag auch Gültigkeit und dementsprechend, wenn es hart auf hart geht, können die Bedingungen bzw. dieser Kaufvertrag auch rechtlich durchgesetzt werden. Ja, und somit sind wir jetzt wirklich am Ende dieses Videos angelangt. Wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch oder ein Abo unseres YouTube-Kanals.